Also, herzlich willkommen zum heutigen Leitfaden. Mit die Namen werden immer länger. Mitgliedsbeitragseinzug verbuchen und Rückläufer behandeln. Das ist ja, ich sage jetzt mal grundsätzlich etwas, was mit Sicherheit jeder Verein braucht, denn sicherlich hat jeder Verein Mitglieder und die Mitglieder sollen eben in regelmäßigen Abständen ihre Beiträge bezahlen auf die unterschiedlichsten Arten. Das heißt also, die meisten Vereine ziehen eben die Beiträge per Lastschrift ein. Es gibt dann aber auch Vereine, die, das heißt, jeder Verein hat meistens dann mindestens einen dabei, der eben sagt, nein, ich überweise die Beiträge, und annähernd jeder Verein hat jemanden dabei, der sagt, nein, ich, und auch wenn ich der Einzige bin, ich will meinen Beitrag bitte bar bezahlen. Genau. Hat jeder. Ja. Und das behandeln wir natürlich also heute alles. Das heißt also, wir machen jetzt mal zuallererst diese Schiene Beitragseinzug, dann Lastschriften verbuchen und die Rückläufer aus den Lastschriften behandeln. Und im zweiten Teil heute mit dem anderen Leitfaden machen wir fast das Gleiche, also wieder Mitgliedsbeitragseinzug, nur dann verbuchen wir eben Überweisungszahler und Barzahler und mahnen diese auch, nachdem sie also nicht bezahlt haben. Also erstellen wir Rechnungen, und auf diese Rechnungen erstellen wir dann auch Mahnungen. Aber zu dem eben später mehr. Hallo Herr Rosen. Ich hoffe, er hört mich. Okay. Das heißt, also wir schauen uns jetzt erstmal an, wie denn das mit diesen Beiträgen im NetXP-Verein überhaupt funktioniert. Dazu schauen wir uns jetzt erstmal die ganzen Beiträge an. Das bedeutet, wo finden wir die Beiträge? Wir finden die Beiträge unter Verein und dann Beiträge. So, also wie gesagt, wir finden die Beiträge unter Verein Beiträge, und Sie sehen, ich habe also bei mir in meinem Beispiel eben drei verschiedene Beiträge angelegt. Das ist einmal der sogenannte Hauptverein Jahresgrundbeitrag, der ist einmal im Jahr fällig, und Einnahmen aus diesem Beitrag werden also in eine gesonderte Einnahmenausgabestelle gebucht, und zwar in eine separate Einnahmestelle, die eben heißt Beiträge Hauptverein. Das heißt, ich zeige Ihnen dann auch also beim Einzug von dem Ganzen, wie man eben, oder wie eben dann auch dieser automatische Split stattfindet der Beitragseinnahmen. Das heißt, ich ziehe Beitragseinnahmen auf einen Schlag ein, in einem Paket, und bei der Verbuchung wird es dann eben entsprechend diese Einstellungen in den Beiträgen auf die entsprechenden Kostenstellen gesplittet. Genau, also wenn man so einen Beitrag anlegt, immer wieder die sieht man, also wir haben ja diese kleinen Schulungen, diese 10, 15, 15 Minuten Schulungen, und das sieht man also dann auch in diesen Sonderseminaren oder in diesen kleinen Seminaren eben zur Anlage von Beiträgen. Bei mir gibt es dann noch einen zweiten und einen dritten Beitrag. Das eine ist ein Staffelbeitrag Tennis, der wandert eben dann auf Beitragseinnahmen Tennis, und schlussendlich habe ich noch einen Spartenbeitrag Fußball, der wandert, oder Einnahmen aus diesem Beitrag wandern dann separat in die Kostenstelle Beiträge Fußball. Das ist jetzt mal die Beitragsseite. Also welche Beiträge gibt es bei mir im Testverein? Dann kommt das zweite natürlich, und zwar die entsprechenden Mitglieder. In meinem Testverein gibt es nur 7 Mitglieder, dafür aber sehr wohlklingende Namen. Genau. Und diesen Mitgliedern ist eben ein entsprechender Beitrag jeweils zugeordnet in den unterschiedlichsten Konstellationen. Schauen wir uns mal diesen Christoph Mustermann an. Der Christoph Mustermann hat in den Beiträgen eingestellt einen Hauptverein Jahresbeitrag von 10 Euro, Spartenbeitrag Tennis ebenfalls Jahresbeitrag in Höhe von 30 Euro und einen Spartenbeitrag Fußball in Höhe von 15 Euro. Alle drei dieser Beiträge will er per Überweisung zahlen. Das haben wir ja letztes Mal gemacht, als wir also die Mitglieder angelegt haben in diesem großen Leitfaden, haben wir eben gesagt, okay, wie funktioniert das eben mit der Beitragsvergabe im einzelnen Mitglied. Wenn ich mir andere Mitglieder anschaue, dann werde ich sehen, dass es natürlich auch Mitglieder gibt, die per Bankeinzug zahlen. Was ist die Grundvoraussetzung, dass ich hier überhaupt Bankeinzug einstellen kann? Das ist relativ einfach, und zwar müssen natürlich hier entsprechende Bankdaten vorliegen. Das ist ebenfalls, also wenn hier keine Bankdaten vorliegen würden, könnte ich in den Beiträgen überhaupt nicht auf Bankeinzug stellen. Jetzt ist eine sehr häufige Frage, seitdem der SEPA-Spaß eingeführt wurde, rufen viele Vereine an oder haben angerufen, die haben gesagt, du pass auf,
Ich habe bei einem Mitglied, habe ich Beitragseinzug, also Bankeinzug eingestellt. In meinem Beitragseinzug will aber NetXP-Verein, dass der unbedingt überweist. Was kann hier passiert sein? Das ist ganz einfach. Hier hat dieser Haken hier gefehlt. Das heißt, hat das Mitglied natürlich endgültig der sogenannten SEPA-Lastschrift nicht zugestimmt, kann und darf NetXP-Verein auch diesen Beitrag nicht eben per Lastschrift einziehen. Das heißt, um oder dass es überhaupt möglich wird, dass ein Beitrag per Lastschrift eingezogen wird, müssen hier Kontodaten vorhanden sein. Es muss ein Haken gesetzt werden, dass eben das Mitglied der SEPA-Lastschrift zugestimmt hat und es muss ein Datum gesetzt sein. SEPA-Lastschrift erteilt am. Wenn das alles nicht passiert, dann kann eben dieses Mitglied auch nicht entsprechend eingezogen werden. Sondern NetXP-Verein würde sagen, jawohl, bei dem ist Beitrag fällig, aber der will eben dann das Geld eben per Überweisung bezahlt haben. Bis jetzt soweit verstanden? Ja. Genau, also es ist relativ einfach, wir haben Beiträge, die Beiträge haben wir Mitgliedern zugeordnet und haben dann eben entsprechend im Mitglied die Zahlarten eingestellt, Barzahlung, Überweisung oder Lastschrift. Lastschrift funktioniert nur, wenn Kontodaten vorhanden sind und sie per Lastschrift erteilt wurde. Nur dann funktioniert das. Oftmals ist es so, dass Vereine berichten, ich habe hier ein Mitglied eingegeben, aber der taucht mir in meinem Beitragseinzug nicht auf. Und bei der genaueren Überprüfung fällt dann oftmals auf, dass vielleicht durch einen Tippfehler oder durch ein Versehen das sogenannte Beitrag-Beitrittsdatum falsch gesetzt wurde. Also dieses Beitrittsdatum, denn wenn dieses Beitrittsdatum in der Zukunft liegt, kann natürlich auch dieser Beitrag momentan nicht eingezogen werden. Das ist meistens ein Tippfehler. Oftmals war es aber auch so, dass jemand gesagt hat, ja gut, der hat jetzt mal die ersten 3 Monate frei beim Monatsbeitrag und dann kommt er erst. Und dann wird eben dann späteres Datum eingestellt. Das heißt, dann ist der momentan frei, dieser Beitrag wird noch nicht gezogen. Erst bei Erreichen des sogenannten Beitrittsdatums wird eben dann der Beitrag fällig. Okay, ja, und jetzt sind wir schon soweit. Das heißt, wir simulieren jetzt eben diesen sogenannten Beitragseinzug. Und um so einen Beitrag einziehen zu können, wechseln wir in das Menü Buchungen auf die sogenannte Massenbuchung. Und das ist doch eine relativ überschaubare Maske, würde ich jetzt mal sagen. Oben steht Massenbuchung Vorauswahl, Schritt 1 von 3. Das heißt, wir wüssten es jetzt schon, es werden sicher 3 Schritte sein. Alles, was man am Anfang macht, kann also jederzeit einfach abgebrochen werden. 2 Konten muss ich wählen. Ich muss einmal wählen, ich mache jetzt praktisch einen Beitragseinzug für alle Zahlarten. Das bedeutet, wenn ich Lastschriften einziehe oder Mitglieder per Überweisung zahlen, wohin müssen die oder werden oder sollen die gebucht werden? Das heißt, an welches Konto ziehe ich die Lastschriften oder später in den Rechnungen, was soll auf den Rechnungen draufstehen, an welches Konto das entsprechende Mitglied eben den Beitrag zahlen muss? Das stelle ich hier oben ein. Ich habe nur 1, deshalb kann ich da nicht, also nicht viel einstellen. NetXP-Verein kann jetzt im Moment noch nicht wissen, ob eines ihrer Mitglieder Barzahler ist oder nicht. Und deshalb muss ich auch immer hier ein sogenanntes Konto für die Barzahler einrichten. Selbst wenn Sie also keinen Barzahler haben, muss man eben hier trotzdem eine Kasse, eine Proforma-Kasse anlegen. Meistens eben dann mit Kontostand 0 und fertig. Dann der Buchungslistennamen. Und hier sollte ich also nicht einfach diesen Standardnamen drin stehen lassen, sondern ich sollte hier natürlich einen einschlägigen Namen verwenden. Zum Beispiel Beitragseinzug 2014. Denn mit diesem Namen wird ständig oder wird später dann die Buchungsliste erstellt. Und ich will ja vielleicht über Jahre hinweg mal nachschauen können. Und deshalb sind eben so einschlägige Namen wesentlich besser als dieser Standardname. Das nächste ist dann Art der Massenbuchung. Und hier will ich eben die sogenannten Beiträge. Es kommt ganz häufig eine Frage zu uns, bei der Leute fragen, da steht jetzt Auftragsdatum, wir haben heute den 25.09., wieso steht denn da der 6.10. drin? Das ist ganz einfach, und zwar hat das den schlicht und ergreifenden Hintergrund, dass es SEPA gibt. NetXP-Verein weiß jetzt im Moment auch noch nicht, wie viele ihre Mitglieder schon die Erstlastschrift abgegeben haben, wie viele Erfolgelastschrift haben. Zwischen Erst- und Folgelastschrift ist vom Auftragsdatum her ein großer Unterschied. Bei der Erstlastschrift braucht die Bank 6 Banktage Zeit, um eine Gutschrift zu erstellen. Dann wird das Wochenende abgezogen und Feiertage, deutschlandweite Feiertage, wie zum Beispiel der 3. Oktober.
Bei Zweitlastschriften oder sogenannten Folgelastschriften sind es nur noch 3 Tage. Okay, also wir wählen hier Auftragsdatum, weil wenn wir den Beitrag wollen, dann wollen wir alles an einem Tag haben. Im nächsten verwenden oder geben wir noch einen Verwendungszweck ein. Der Verwendungszweck sollte ja, relativ viel, oder was heißt, ja, wie soll ich sagen, sollte eben das Mitglied informieren, was jetzt gerade auf seinem Konto stattfindet. Und da der Name des Vereins ja sowieso schon eben im Kontoumsatz mit dabei steht, brauche ich also zum Beispiel nur reinschreiben Beitrag 2014. Wobei es aber so ist, dass der Rest, in SEPA hat man 140 Zeichen Platz hier hinten, das heißt, der Rest wird von NetXP Verein dazu verwendet, eine sogenannte Einzelauflistung der entsprechenden Mitglieder anzufügen. Das heißt, nach diesen Wörtern Beitrag 2014 erstellt NetXP dahinter automatisch eben den Namen des ersten Beitragspflichtigen mit dem entsprechenden Gesamtbeitrag, den Namen des zweiten mit dem entsprechenden Beitrag, so lange bis eben die 140 Zeichen aufgefüllt sind. Wenn es ein Einzelbeitrag ist, bei einer einzelnen Person reicht es. Wenn jetzt zum Beispiel ein Familienvater für seine ganzen Kinder mitzahlt, dann reicht das Ganze natürlich nicht und dann wird es also einfach irgendwo abgeschnitten. Das haben wir aber SEPA zu verdanken. Soweit klar bis jetzt? Genau. Machen wir mal weiter. Also unten einfach weiter zu Schritt 2. NetXP Verein teilt uns jetzt mit, welche Beitragsarten überhaupt zum Einzug zur Verfügung stehen würden. Das sind bei uns natürlich eben unsere 3, das heißt Hauptverein Jahresgrundbeitrag, Spartenbeitrag Tennis und Spartenbeitrag Fußball. Ich kann alle plötzlich, also ich kann alle auf einmal abwählen, indem ich also hier oben einen Haken setze oder eben diesen Haken entferne. Egal wie viele Beiträge Sie haben. Sie brauchen auch keine Angst haben, denn ist zum Beispiel ein Beitrag nicht fällig, momentan, dann wird dieser natürlich auch nicht den entsprechenden Mitgliedern berechnet. Haben Sie in diesem Jahr schon einen Beitragseinzug gemacht bei 1000 Mitgliedern, haben dann zwischenzeitlich 100 neue aufgenommen und machen einen neuen Beitragseinzug, dann würden natürlich auch nur diese 100 neuen auftauchen, denn die 1000 anderen, bei denen ist ja der Beitrag schon fällig geworden, die wurden schon vielleicht eingezogen. Machen auch übrigens sehr viele Vereine so. Okay, dann schauen wir weiter. Weiter zu Schritt 3. Jetzt bildet NetXP Verein. Weitere Teilnehmer Anbot. Wie bitte? Wie bitte? Jetzt hat gerade der Computer mit mir gesprochen. okay. So, also. Jetzt bei diesem dritten Schritt in der sogenannten Massenbuchung wird eben summiert und zwar eben nach den entsprechenden Zahlarten. Das heißt, ich habe also hier 6 Positionen für insgesamt 90 Euro aus 3 Mitgliedern. Das ist einmal bei mir der Boris Becker, der zahlt insgesamt bei 2 Positionen 40 Euro. Der Klaus Augenthaler zahlt bei 2 Positionen 25 Euro und der Sepp Meyer zahlt also auch bei 2 Positionen 25 Euro. Das heißt, jeder dieser 3 Mitglieder hat also 2 Beiträge drin. Und Sie sehen, in der Liste kann ich das also auf- und zuklappen, kann dann die ganze Zahlart auch wieder schließen. Zahlart Bar sind bei mir 2 Positionen, aber nur eine Person. Das ist die Steffi Graf, die also ihre beiden Beiträge eben bar zahlen will. Und per Überweisung zahlt der Test Petra Sperl und der Christoph Sperl eben für diesen Christoph Mustermann 3 Positionen und die Test Petra Sperl zahlt eben dann per Überweisung nur noch eine Position. Das heißt, sobald ich beschließe, dass ich jetzt fertig bin mit diesem ganzen Beitragseinzug, also dass ich das Ganze kontrolliere, Sie brauchen das ja nicht ausdrucken bis jetzt, klicke ich unten auf Liste erstellen. So, NetXP Verein meldet, Buchungsliste wurde erfolgreich erstellt und er wechselt nun in den Bankenübertrag, wo ich jetzt eben die Lastschriften finde. Das ist jetzt mal hier nur der Lastschriftenteil. Und Sie sehen, das ist der Meier Sepp 25 Euro, Klaus Augenthaler 25 Euro und der Boris Becker mit insgesamt 40 Euro.
Ich habe natürlich kein echtes Bankkonto hier, dass ich die Buchungen wegsenden kann, denn normal müsste ich jetzt hier auf Ausführen klicken, müsste meine PIN-Nummer eingeben, meine TAN-Nummer eingeben, egal wie ich die bekomme, entweder mit dem Gerät zum anderen Bildschirm halten oder per SMS oder per Schlüsseldatei, ganz egal. Und dann wäre diese Buchung direkt bei der Bank und würde mir gutgeschrieben werden. Wie gesagt, es geht natürlich nicht, denn ich habe hier kein echtes Bankkonto. Wir simulieren jetzt mal Folgendes, oder wir schauen uns mal an, was ist denn simultan jetzt dazu passiert? Was ist jetzt alles passiert, als wir diesen Beitragseinzug gemacht haben? Und wir beginnen das Ganze jetzt mal bei einem Menüpunkt, der nennt sich Buchungen, Buchungslisten. Und Sie sehen, hier ist es eine Buchungsliste erstellt worden, Beitragseinzug 2014, heute Erstelldatum, Anzahl Buchungen 12, Gesamtsumme 195 Euro, natürlich noch nichts erhalten, offen sind 12, abgeschlossen 0 Buchungen. Wenn ich dieses Ding hier doppelt anklicke, dann wird mir diese Buchungsliste geöffnet und ich könnte die also jetzt zum Beispiel auch hier drucken, denn wenn ich das Ganze hier drucke, zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz, dann schaut es so aus, schaut gut aus, sage ich jetzt mal, und reicht also eben als mein Beleg für den sogenannten Beitragseinzug. Und Sie sehen also auch hier, ist es ebenfalls summiert nach diesen ganzen einzelnen Zahlarten. Sehen Sie das? Wobei es jetzt noch nicht ganz sicher ist, ob auch wirklich meine Barzahler alle zahlen, meine Laststiftenleute alle zahlen oder auch die Überweiser zahlen. Kann man jetzt ausdrucken, könnten wir aber, vielleicht der Tipp von mir, erst auch später machen, nachdem das alles abgelaufen ist. Sie sehen, wir haben 6 Lastschriften, 4 Überweiser und 2 Barzahlerpositionen. Also es wurde eine Buchungsliste erstellt. Was ist noch alles passiert? Im Menüpunkt Mitglieder wurde bei jedem einzelnen Mitglied im Register Beiträge, und hier unten gibt es also einen Beitragsverlauf, eine sogenannte Sollstellung erzeugt. Das verwirrt oftmals ein bisschen, denn Sie sehen Fälligkeit 2.1. Hauptvereins Jahresgrundbeitrag und Spartenbeitrag Fußball jetzt eben bei dem Mitglied. Erwarteter Beitrag 10 Euro, erhalten 0, erwartet 15, erhalten 0. Warum steht hier 2.1.2014? Weil bei den Beiträgen so eingestellt wurde. Ganz genau richtig, danke Herr Lückemeier. Weil in den Beiträgen eingestellt wurde, Abrechnungszeitraum jeden 2. im Januar. Das heißt, ab diesem 2.1. jedes Jahr wird dieser Beitrag fällig. Wann Sie den dann einziehen, das bleibt Ihnen überlassen. Aber fällig ist er seit 2.1.2014. Warum steht hier in dem Mitglied im Beitragsverlauf erwartet, erhalten 0? Ist ganz klar. Wir haben das jetzt zur Bank weggesendet, aber wir haben das Geld noch nicht erhalten. Wir erhalten das Geld erst dann, wenn ich diesen Beitragseingang verbuche. Das heißt, für Vereine, die jetzt halt eventuell die Buchhaltung nicht in NetXP-Verein machen, sollten oder müssen trotzdem diese Beitragsbuchungen verbuchen, denn sonst weiß NetXP-Verein nicht, dass das Geld schon lang eingegangen ist. Okay, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, verbuchen wir jetzt mal das Ganze. Das heißt, wir gehen oder wir wechseln jetzt mal in den Menüpunkt, also in diesen zentralen Buchhaltungsmenüpunkt Buchungskontrolle. So. Innerhalb der Buchungskontrolle will ich Ihnen etwas ganz Wichtiges zeigen. Durch das, dass dieser Beitragseinzug ein Zahlungslauf war, der von NetXP-Verein initiiert wurde oder in NetXP-Verein initiiert wurde, gibt es hier oben im Register offene Forderungen hier einen sogenannten, Entschuldigung, ich muss jetzt mal ganz kurz was rauslöschen, das darf ich nicht rauslöschen, Sekunde, gibt es also hier, sehen Sie, eine Buchungsliste Beitragseinzug 2014. Und hier drin stehen alle Sollstellungen. Bitte löschen Sie niemals, wenn Sie nicht hundertprozentig genau wissen, was Sie gerade machen, hier was raus. Man kann hier löschen, Gott sei Dank nicht mehr lange. Hier lösche ich nämlich dann später nur die Positionen raus, die uneinbringbar sind. Wenn ich jetzt diese offenen Posten lösche, dann kann ich das Ganze im Beitragseinzug nicht mehr verbuchen. Das funktioniert dann nicht mehr. Also niemals diese offenen Posten löschen, nur dann, und das werden wir werden heute noch ein paar löschen, aber erst später. So, das heißt, wir finden diesen Beitragseinzug im einzelnen Mitglied, im Beitragsverlauf, unter Buchungen, Buchungslisten, eben in der entsprechenden Buchungsliste und unter Buchungen, Buchungskontrolle, Register offene Forderungen.
An diesen drei Positionen merke ich, dass ein Beitragseinzug am Laufen ist. Am einfachsten ist es natürlich in den Buchungslisten, ist ganz klar. So, ich habe einen Zahlungseingang simuliert, das heißt also, unser Verein hat jetzt, und das ist jetzt etwas Typisches übrigens, hat jetzt Geld eingenommen. Sie schauen. Am 23.09. haben wir von der Sparkasse eine Gutschrift über 65 Euro erhalten. Und das schaut meistens tatsächlich genauso aus. Ich habe das einmal ungefähr von so einer tatsächlichen Gutschrift übernommen, diesen Verwendungszweck hier hinten. Machen wir jetzt mal ein bisschen weiter vor. Verwendungszwecke schauen teilweise wirklich so komisch aus, oder eigentlich immer sogar. Am 24.09., einen Tag später, haben wir eine Rücklassschrift bekommen und am 25.09. mit dem gleichen Text wie hier oben nochmal eine Sammlergutschrift. Warum ist es so? Das liegt daran, dass die Sparkassen, was heißt Sparkassen, Entschuldigung, dass alle Banken zwischen Erst- und Folgelastschriften unterscheiden. Das heißt, erst einmal werden mir die Folgelastschriften gut geschrieben und vielleicht in einer zweiten Buchung die Erstlastschriften, ein paar Tage später. Es kann Ihnen passieren, dass Sie sofort nach dem Absenden des Sammlers eine Rücklastschrift erhalten. Das ist meistens dann, wenn die IBAN fehlerhaft ist. Also wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen nicht stimmt, dann erhalten Sie sofort eine Rücklastschrift und die Rücklastschrift kommt schon, bevor Sie überhaupt die Gutschrift erhalten. Das ist also nichts, was wir erfunden haben, sondern das ist das nicht von nicht Gott gewollte SEPA-System, sondern wahrscheinlich von der EZB gewollte SEPA-System, aber nicht von Gott gewollt. So, wie schaffe ich es jetzt, dass ich diesen Sammler verbuche, diese Sammellastschrift? Das funktioniert folgendermaßen. Erstmal schaue ich mir in den Buchungslisten an, wie viele Sammlergutschrift ich überhaupt erwarte. Und Sie schauen, mit der Lastschrift insgesamt erwarte ich 90 Euro. So, jetzt schaue ich in die Buchungskontrolle wieder und prüf mal 65 plus 25, vielleicht muss man auch einen Taschenrechner mit zur Hilfe nehmen, das passt irgendwie zusammen. Es ergibt genau 90. Ich persönlich mache das so, dass ich diesen ersten Sammlereingang nehme, dann nach Verwendungszweck sortiere und dann werden die immer übereinander geschrieben. Sehen Sie das? Dann fasst ihr die immer übereinander zusammen. Es geht leider nicht anders, denn wir wissen ja nicht, was die Bank hier hinten im Verwendungszweck reinschreibt bei der Sammlergutschrift. So, jetzt muss man diese beiden Zeilen markieren. Ein sehr beliebter Anruf. Das heißt, ich klicke jetzt mal die erste Zeile an, drücke die Taste Steuerung, STRG auf der Tastatur meines Computers und bleibe mit dem Finger drauf und klicke hier vorne auf die zweite Zeile meiner Gutschrift. Jetzt haben beide Gutschriften eine Markierung, die sind also so hellblau. Und wenn dies erledigt ist, dann klicke ich bitte nicht, wie Sie es vielleicht in der Buchhaltung gewöhnt sind, auf Verbuchen. Denn wir wollen ja nicht eine Einzelbuchung erstellen, sondern wir haben viele Buchungen in unserer Buchungsliste, in unserem Beitragseinzug und wollen das alles verbuchen mit nur zwei Gutschriftzeilen der Bank. Und deshalb klicken wir beim Beitragseinzug eben nicht auf Verbuchen, sondern eben auf Liste verbuchen. Wäre schön, wenn hier Buchungsliste verbuchen stehen würde, nur dann wäre dieser Button so groß, dass wir das Ganze nicht mehr hinbekommen würden. Also, das heißt, ich klicke auf Liste verbuchen. Jetzt schreibt NetXP-Verein und sagt, Sie haben mehrere Kontoumsätze gewählt, wollen Sie diese zwei Kontoumsätze wirklich auf eine Liste abschließen? Ja, wir haben es geprüft. Jawohl, das wollen wir. So, Sie sehen, er hat jetzt auch beide Verwendungszwecke hier oben und er sagt, okay, du hast jetzt insgesamt 90 Euro. Ich habe eine Buchungsliste gefunden mit ebenfalls 90 Euro. Ja, und jetzt kommt natürlich der fragende Blick sicher in vielen Gesichtern bei Ihnen. Wieso kann ich denn hier trotzdem eine Kostenstelle wählen? Wer weiß denn das ungefähr? Oder wer kann sich's denn denken? Wegen der Buchungssplittung, oder? Ja, aber das haben wir ja in den Beiträgen schon eingestellt, wo welcher Beitrag hinwandern soll. Aber es kann eventuell sein, dass wir in den Beiträgen einen Beitrag vergessen haben, bei einem Beitrag vergessen haben, eine Einnahmen-Ausgabenstelle anzugeben. Dieser Beitrag aber trotzdem in diesen Beitragseinzug einfließt. Das heißt, NetXP-Verein sagt, wenn du einen vergessen hast in deinen Beiträgen oder vielleicht extra bei einem Beitrag nichts eingestellt hast, wo sollen alle die Positionen hingebucht haben, die keine Einnahmen-Ausgabeneinstellung haben? Das heißt,
Hätte ich zum Beispiel in meinen Beiträgen bei einer Beitragsart keine EA-Stelle mit angegeben, dann würde diese Einnahmen dieses Beitrags hier hingebucht werden, was ich jetzt hier angebe. Ist das jetzt verstanden? Also, ich gebe jetzt zum Beispiel hier ein Beiträge Hauptverein. Das heißt, sollte bei einem Beitrag keine Einstellung getroffen werden sein, werden Einnahmen aus diesem Beitrag auf dieses Konto Beiträge Hauptverein gebucht. So, jetzt klicke ich auf Verbuchen. Jetzt kommt noch mehr Warnung. Dieser Kontoumsatz wirklich mit der Buchung, Buchungsliste, Beitragseinzug 2014, Betrag 90 Euro abschließen. Restbeträge des Kontoumsatzes bleiben, würden, sollte eigentlich stehen, für eine verspätete Verbuchung bestehen bleiben. Ich klicke auf Ja. Der Sammler wurde erfolgreich verbucht. Die Buchungsnummer lautet 44. Und wir schauen uns jetzt mal das Ganze im Buchungsjournal an, wie denn das jetzt aussieht. Sie sehen, das Ganze ergibt 90 Euro hier unten, wobei der Hauptverein insgesamt 30 Euro kassiert, die Abteilung Fußball 30 Euro und die Abteilung Tennis ebenfalls 30 Euro. Durch diesen Split in den Beiträgen wird also das Ganze dann eben beim Verbuchen auf die entsprechenden Kostenstellen gesplittet. Soweit gut? Ja. Genau. Beim Mitglied sehe ich auch eben, jetzt habe ich natürlich genau Steffi Graf erwischt, beim Mitglied sehe ich natürlich also auch im Beitragsverlauf, ich wollte 10 Euro, ich habe momentan 10 Euro bekommen von dem Mitglied. Ich wollte 15 Euro, ich habe 15 Euro erhalten. Passt, wunderbar, oder? Okay. So einfach ist das Verbuchen von Lastschriften. Jetzt kommt aber was Gemeines, denn oftmals werden eben Positionen zurückgebucht. IBAN falsch, BIC falsch gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Sonstige Gründe, sprich nicht gedeckt. Es gibt also hier, ja, wegen Widerspruchs, eben dieser stille Austritt. Es gibt also hier vielzählige Gründe, sage ich jetzt mal, warum eben Mitglieder aus meinem Verein austreten. Und deshalb haben wir in NetXP Verein separat eine sogenannte Rückläuferbehandlung. Diese Rückläuferbehandlung funktioniert nur bei Beitragseinzügen, sonst nicht. Denn ich brauche immer ein Debitorenkonto, nennt man das in der, nennt man das eben. Das heißt also, ich brauche also immer ein Debitorenkonto. Der Klaus Augenthaler, schauen wir mal, der hat also hier zurückgebucht. Wenn ich mir die Buchung anschauen will, mache ich mal einen Doppelklick. Rücklassschrift, sonstige Gründe, Zinsausgleich, Fremdentgelt, 3 Euro, Eigenentgelt, was soll denn das bedeuten? Weiß kein Mensch, oder? Also das ist tatsächlich übrigens der Text aus einer Rücklassschrift. Das bedeutet nichts anderes. Entschuldigung, hier sollte eigentlich 3 Euro stehen. Zinsausgleich, hier sollte 0,3 Euro stehen. Und hier hinten sollte eigentlich 3 Euro stehen. Aber es macht jetzt nichts. Das heißt, jemand mit Namen Augenthaler Klaus hat also eine Rücklassschrift bei uns verursacht. In NetXP Verein, weil ich weiß, ich bin der Schatzmeister, ich habe Beiträge eingezogen, ich muss jetzt diesen Rückläufer behandeln. Dazu klicke ich unten auf Rückläufer verbuchen. Aus der Mitgliederliste muss ich jetzt auswählen. Entschuldigung. Ich habe bei Vorname Augenthaler eingegeben, ich bin ja ein Depp. Wie bitte? Also, Sie haben gesehen, also ich schreibe da oben einfach was rein. Also ich schreibe jetzt einfach mal den Anfang rein, drücke Enter, sage okay, das ist dieser Delinquent, übernehmen. Und jetzt sucht NetXP Verein raus, aha, der meint den Beitragseinzug, den wir ja gerade eben verbucht haben. Das heißt, bei diesem Beitrag waren fällig 15 Euro und es waren 10 Euro fällig für den Jahresgrundbeitrag Hauptverein. Die beiden, das kann sich NetXP Verein denken, die werden zurückgebucht. Also aus plus 15 Euro rechnen wir minus 15 Euro. Das heißt, bei dem Debitorenkonto bleibt 0. Genauso 10 Euro minus 10 Euro. Und jetzt weiß natürlich NetXP Verein, ja gut, okay, der Rest in Höhe von 3,30 Euro, das sind eben durch die Rücklassschrift angefallene Bankgebühren. Bei den ersten beiden Kostenstellen weiß er natürlich durch das Verbuchen, wo er die hinbuchen muss, diese Negativposten. Das heißt, hier sagt er eben, aha, dieser Posten, minus 15 Euro, muss gebucht werden auf Beiträge Fußball. Diese 10 Euro auf Beiträge Hauptverein. Aber wo willst du denn diese Bankgebühren hingebucht haben? Und hier gibt es ja, das ganz, ganz berühmte Konto.
Man kann das jetzt in der Liste raussuchen. Ganz ehrlich, Bankgebühren sind immer 22.00. Oder wenn Sie einen angepassten Kontenrahmen haben, können Sie es eben dann aus dieser Liste raussuchen. Also wo halt Sie dann Ihre Bankgebühren haben. Soweit verstanden, oder? Ich habe also jetzt praktisch auch wieder für diese drei Positionen entsprechende Kostenstellen angegeben. Das heißt also, dieser Gesamtbetrag von 28,30 Euro, der eben vom Mitglied zurückgebucht wurde, wird entsprechend gesplittet. Was passiert dann mit dem Rückläufer? Ich könnte jetzt, das will ich aber nicht, sofort sagen, ich will sofort eine neue Lastschrift erstellen für diesen gesamten Posten. Oder ich sage, nö, der soll bitte jetzt per Überweisung zahlen und ich will eine Rechnung für den Posten erstellen. Jetzt im Moment will ich das mal noch nicht, denn jetzt im Moment will ich den einmal für eine weitere Verarbeitung speichern. Klicke auf Übernehmen. Dieser Zahlungsausgang in Höhe von 28,30 Euro wurde soeben verbucht. Die Buchungszeile verschwindet. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Konto an beim Klaus Augenthaler. Das heißt, also ich gehe jetzt mal auf diesen Klaus Augenthaler, gehe in die Beiträge, Beitragsverlauf und sehe, aha, 10, 10, 15, 15, minus 15, minus 15, minus 10, minus 10. Das ergibt nach Adam Riese und Eva Zwerg exakt 0 Euro. Wo finden wir diesen Rückläufer? Wir finden diesen die 3,30? Bei den Bankgebühren. Die sind schon verbucht auf die Bankgebühren. Schauen Sie mal, kann ich Ihnen zeigen. Die sind auf 22.00 natürlich völlig korrekt verbucht. Das hat jetzt aber nichts, Herr Lückmeier, das hat nichts damit zu tun, ob wir die jetzt von dem kassieren oder nicht. Also, okay. Das hat mit dem nichts zu tun, aber das, da muss ich es hinbuchen. Ja, okay. Ich finde diesen Rückläufer unter Buchungen Rückläufer. Sie sehen, ah, da gibt es einen Rückläufer, Klaus Augenthaler, mit diesen ganzen Positionen. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt für den hier, für alle drei Positionen, wollen wir, dass der Klaus Augenthaler das Ganze bitte überweisen soll. Und wir wollen eine Rechnung erstellen, dass er also auch einen Zettel in der Hand hat, wo das hin überweisen muss. Und ich will, dass das Ganze über mein HBCI-Pintan-Konto läuft. Das heißt, an dieses Konto soll die Rechnung ausgestellt werden. An dieses Konto muss der Klaus Augenthaler überweisen. Okay, soweit? Ja. So. Eine Sekunde, eins will ich Ihnen, Entschuldigung, eins will ich Ihnen noch zwischenzeitlich zeigen, bevor ich hier auf Ausführen klicke. In der Buchungskontrolle, offene Forderungen, da ist doch unser Beitragseinzug. Da ist natürlich jetzt der Klaus Augenthaler heraus, weil ja wir diesen Eingang verbucht haben, die Lastschriften. Wissen Sie es noch? In den offenen Posten. Und hier finden wir auch nirgends einen Klaus Augenthaler, weil momentan ist er der noch in der Rückläuferliste gespeichert. Ich erstelle den jetzt mal ganz kurz. HBCI, alle Posten, also neu erstellen. Er muss per Überweisung zahlen, Rechnung erstellen, ausführen. Ich will meine Vorlage Beitragsrechnung haben. Der soll einfach nur Klaus Augenthaler drinstehen haben. Und ich will die Rechnung nicht drucken, weil sonst kommt die jetzt dann tatsächlich aus dem Drucker raus. So, der Rückläufer wurde behandelt. Jetzt ist der natürlich bei der Rückläuferliste weg. Aber in der Buchungskontrolle, offene Forderungen, hier gibt es jetzt für den Klaus Augenthaler eine offene Forderung. 15, 10, 3,30 Euro. Unter Buchungen, Rechnungen, finde ich jetzt eine Rechnung für den Klaus Augenthaler in Höhe von 28,30 Euro. Schaut so aus. Augenthaler Klaus, Spartenbeitrag Fußball, Augenthaler Klaus und Bankgebühren. Und die soll er mir bitte auf mein Konto Pintan überweisen. Und in meinen Dokumenten, sprich Kommunikation, Dokumente, finde ich jetzt auch eben diese Einzelrechnung, die ich jetzt anklicken kann. Hier wähle ich dann den Dokumententyp als Rechnung und dann kann ich dem Klaus Augenthaler diese Rechnung als E-Mail senden, hier unten. Und dann geht diese Rechnung eben per E-Mail raus und der Klaus Augenthaler kann die dann zahlen. Wunderbar, oder? Der Klaus Augenthaler, der hat jetzt bei uns schon bezahlt. Schauen Sie mal, Entschuldigung, in der Buchungskontrolle. Schauen Sie mal, ich habe hier eine Gutschrift vom Klaus Augenthaler, genau über 28 Euro. Sehen Sie das? Genau, der hat die 30 Cent nicht bezahlt, weil er, naja,
weil das halt einfach passiert bei den Vereinen. Deswegen mache ich das so, weil es einfach passiert. Das heißt, ich klicke jetzt mal auf, ich will das jetzt, das ist natürlich jetzt keine Liste, jetzt will ich das ganz normal verbuchen, diesen Zahlungseingang. Was okay? Wird passieren, wenn man eine Liste verbuchen macht? Dann sagt er findet keine Listen. Also okay. Ja, okay. Schauen Sie, also okay. Er, schauen Sie mal, er sagt keine offene Buchungsliste, also er findet jetzt einfach keine Liste. Okay, ja. Klaus Augenthaler, verbuchen. Wie gesagt, das Ganze, wir haben ja eine offene Forderung erstellt. Und wenn ich sowas mache, dann muss ich natürlich auch gegen diese offene Forderung buchen. Ist ja logisch, oder? Mhm. Und er findet, das habe ich jetzt auch extra gemacht, und er findet jetzt noch keine richtige, keine vorgeschlagene. Deshalb sage ich, alle offenen Forderungen anzeigen. Und schauen Sie, ich finde jetzt hier offene Forderungen in Höhe von insgesamt 28,30 Euro. Sehen Sie das? Ja. So, jetzt klicke ich, also die, in den offenen Forderungen steckt ja das eh schon alles drin, klicke auf Verbuchen. Und jetzt sagt er, du pass mir auf, der angegebene überschreitet den noch offenen Beitrag von 28, ist ja logisch, wie soll ich das machen? Ich kann ja nicht mit 28 Euro offene Posten in Höhe von 28,30 Euro ausbuchen, richtig? Mhm. Also, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt muss ich erst einmal diese beiden hier nehmen. Verstanden? Jetzt komme ich auf 25 Euro von meiner Buchung, bleiben 3 Euro übrig. Das sehen Sie immer hier oben. Ja. Die will ich, ich meine, das ist ja in den Beiträgen eingestellt, wo die hingebucht werden. Jetzt klicke ich auf Verbuchen. Jetzt ist das Ganze verbucht. Fast. Denn Sie sehen, der Klaus Augenthaler, der hat eben hier 28 Euro, verbucht bereits 25 Euro. Hier fehlen also noch 3 Euro. Ich wollte 3,30 Euro, 3 Euro hat er mir gegeben. Das heißt, ich mache also hier einen Doppelklick drauf und muss jetzt da in der Buchung sagen, jetzt buchst du mir bitte jetzt mal auf die Bankgebühren, also auf die Kostenstelle Bankgebühren, verbuchen. Jetzt ist der Posten weg, aber was haben wir denn jetzt noch? 30 Cent fehlen, ne? Nein, wir haben ja die offene Forderung noch über 3,30 Euro. Logisch? Ja. Die bekomme ich aber nicht mehr, weil die habe ich ja gerade verbucht. Die habe ich mein Lebtag lang drin, weil die bekomme ich nie mehr von dem. Weil 3 Euro habe ich ja gerade erstellt und die 30 Cent bringe ich nicht weiter. Und nur jetzt, wenn ich hundertprozentig weiß, diese Zeile ist komplett umsonst, die bekomme ich nicht mehr, nur jetzt lösche ich den raus. Zack. Und das war's. Beitragseinzug abgeschlossen, Rückläufer verbucht. Jetzt schauen wir uns einmal die Buchungsliste an. Buchungen, Buchungslisten. Sie sehen, Beitragseinzug 2014, Erstelldatum, Anzahl Buchungen 12, Gesamtsumme 195, erhalten 90, offen 6, abgeschlossen 6. Sehen Sie das? Die ist noch in Arbeit. Wir beenden jetzt, machen dann später gleich weiter mit dem zweiten Leitfaden, denn da verbuchen wir dann unsere Überweiser und Barzahler noch. Unser Ziel heute ist, dass hier steht, Beitragseinzug 2014 abgeschlossen. Und deshalb gibt es jetzt zu diesem ersten Leitfaden noch Fragen. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich nochmal. Das heißt, ich beende jetzt dieses Seminar.